Meine Lieben, einen schönen guten Morgen. Willkommen auf dem Kanal. Ich nehme dieses Video auf, nachdem ich das andere Video aufgenommen habe. Hä? Ist ja logisch. Nie. Zum Thema Deep Talk bzw. zum Thema meine Wenigkeit wollte ich halt bisschen mehr darauf noch eingehen. Und zwar, wer bin ich überhaupt? Und das ist eine Frage, die so wichtig ist, die man sich sehr, sehr oft stellen sollte. Im eigentlichen Sinne, du bist Mensch. Mit besonderen Eigenschaften, mit besonderen Fähigkeiten, mit besonderen Vorlieben. Auch wenn du denkst, du hast nicht wirklich viel geleistet oder viel dazu beigetragen, etwas Besonderes zu sein. Das stimmt nicht. Es gibt bestimmt in deinem Leben Hindernisse, die du überwunden hast, von denen andere nur träumen könnten, diese überwunden zu haben. Sei es über irgendwelche Verluste hinwegzukommen, sei es Eigenschaften oder so, die dich halt bestärken oder so, dass du halt doch kein schlechter Kerl bist. Ich rede jetzt nicht von so Sachen wie, ich habe einer Dame aus einem brennenden Auto geholfen und so Sachen. Das ist eine sehr, sehr schöne Bestärkung, aber darum soll es nicht gehen. Sondern einfach dir einfach mal Gedanken darüber machen, dass du einfach kein so schlechter Mensch bist. Dies fiel mir halt wirklich in den letzten Jahren so schwer, darüber zu reden, weil einfach geringes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl oder keine Ahnung, du hast dich halt einfach immer so als nicht besonders gesehen, nicht als etwas Beitragendes zur Gesellschaft. Das ist halt einfach faktisch falsch. Jeder Mensch auf seine Art ist was Besonderes. Du musst nicht wirklich Politiker gewesen sein oder, keine Ahnung, irgendwie in einem höheren Amt arbeiten. Selbst kleine Taten einen Menschen, dem nicht nach Lachen zumute ist, dass du dem ein Lächeln zauberst. Oder nehmen wir mal das leichte Beispiel, das sehe ich halt so oft, wenn ich jetzt einkaufen gehe und du bist an der Kasse und die arbeiten und arbeiten und arbeiten und sind gestresst oder so dort. Seht ihr eine Person, die zu der Kassiererin sowas sagt wie Dankeschön? Die nehmen es halt für selbstverständlich. Ist ja deren Job. Die bedanken sich eher noch bei mir. Und ich sag denen halt auch oder so, nee, ich hab zu danken. Sie opfern die Zeit. Ich kaufe hier nur die Ware. Mehr nicht. Ich sehe das halt sehr, sehr oft, wenn du einfach unterwegs irgendwo bist. Ich habe ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft
mit Randgruppen auch zu tun gehabt, egal was jetzt aus der Emo-Szene, aus der Punk-Szene, ich nenne es mal Obdachlosen-Szene, obwohl das keine Szene ist, aber ihr versteht. Und du lernst so viel von diesen Leuten auf der Straße. Das bewundere ich halt, dass sie trotz allem, trotz der Scheiße, die sie erlebt haben oder so, einfach noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, beziehungsweise den Kopf aus dem Sand ziehen und weiterkämpfen, obwohl denen nicht nach Kämpfen zumute ist. Und die sind nicht alle, aber der Großteil, die ich halt kennengelernt habe, sind sehr, sehr herzliche Menschen. Verpönt als Randgruppe, verpönt als etwas Niederes, was die gar nicht sind. Keiner von uns oder so kennt deren Schicksal, keiner von uns kennt deren Geschichte oder Verlauf. Wir wissen nicht, warum diese Menschen auf der Straße sind. Wir wissen nichts über diese Menschen. Wir fragen sie ja nicht einmal. Traurig eigentlich, diese Gesellschaft, gell? Oft einfach nur, ja, eine Gesellschaft, wo der Egoismus halt einfach wichtiger ist als der Zusammenhalt. Gerade jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Ihr geht einfach nach draußen oder so und ihr seht halt einfach so viel Ungerechtigkeit, so viel Arroganz. Keine Ahnung, so viel Abstempeln und Ausgrenzen, egal in welcher Form auch immer. Egal, ob du jetzt obdachlos bist, egal, ob du jetzt eine andere Sprache sprichst, aus einem anderen Land kommst. Grundsätzlich grenzen wir diese Menschen aus. Das ist so dumm. Das ist so dumm und dämlich eigentlich. Weil die meisten Menschen also Angst haben einfach vor dem Unbekannten. Oder Angst haben vor Konflikten. Oder ihnen einfach dieser Mensch egal ist. Damit will ich nicht sagen, also dort ist. Ja, es gibt Menschen, die einfach so denken und sagen, also ja, muss ihr mir wichtig erscheinen oder so, diese Person. Nein, nee. Nee, nee, du hast das Recht oder so zu sagen, gewisse Randgruppen oder gewisse Gesellschaften sind mir egal. Das ist dein Standpunkt. Aber wir machen uns einfach keine Gedanken über den Ursprung. Ein Miteinander wäre wichtiger. Kein Gegeneinander. Bleibt so, wie ihr seid. Ciao, ciao, ihr Lieben.